dessen Papa ist 1930 mit Nikola Tesla mitgefahren in einem Auto, ohne Tank, ohne alles. Die haben nur so einen Konverter rechts reingeschoben, das hat noch beschrieben, ein paar Kupferstangen rein und dann fuhren die elektrisch getrieben. Aber da waren auch keine Akkus. 140, 145 Stundenkilometer ungefähr. Herzlich willkommen bei Exo Magazin TV, dem Magazin für Freigeister. Diesmal geht es bei uns um die sogenannte freie Energie. Das ist Energie, die durch revolutionäre Technologien gewonnen wird und aus neuen Quellen schöpfen soll, beispielsweise Raumenergie. Einigen Forschern scheint der Durchbruch schon gelungen zu sein. Ihre Apparate zeigen einen messbaren Wirkungsgrad von mehr als 100%. Also mit anderen Worten, es kommt hinten mehr raus, als man vorn reinsteckt. Wie kann das sein? Und vor allem, wenn es diese Maschinen schon gibt, warum beziehen wir unsere Energie immer noch aus Erdöl, Kohle und Atomkraft? Könnte es sein, dass solche Technologien aktiv von bestimmten Interessengruppen unterdrückt werden? Der Physikprofessor Klaus Turtur von der Ostfalia Hochschule in Wolfenbüttel ist der freien Energie seit Jahren auf der Spur. Und letzte Woche bei einem Kolloquium an der TU Braunschweig, da hat er existierende freie Energietechnologien vorgestellt und erklärt, wie das so ist mit der angeblichen Unterdrückung revolutionärer Technologien. Es wird ja in der Physik ganz konsequent verschwiegen, dass man Raumenergie nutzen kann. Also wenn Sie das als Physiker laut sagen, haben Sie die Karriere beendet. Dann bleiben Sie, was Sie sind. Das heißt, ich wusste, obwohl schon Professor, nichts davon, dass es eine Raumenergieszene gibt, dass es Raumenergiegemeinde gibt, wo die Leute arbeiten. War mir völlig unbekannt. Die kamen dann auf mich zu. Und haben mir Dinge gezeigt, da gehen einem die Augen über. Da hat doch tatsächlich in Amerika jemand einen Motor gebaut, einen Elektromotor. Den treibt er an mit knapp 200 Watt elektrisch. Das hier ist elektrische und mechanische Leistung. Das Dunkle, das Violette hier ist die Kurve für den Leistungsinput. Also der bringt knapp 200 Watt elektrische Leistung rein und kriegt etwas über 600 Watt mechanische Leistung raus. Also ein Wirkungsgrad von ein bisschen mehr als 300%. Und das schon mit Leistungen wie bei einer Bohrmaschine. 600 Watt ist ja okay. Nur jetzt kommt der Knüller. Das Ding hat ein TÜV-Gutachten. Und davon erfahren Sie natürlich nichts als Physiker. Dann erzählen Sie das einem Physiker und er sagt Ihnen nur, dem TÜV kann man ja sowieso nicht glauben. Dann sage ich als Antwort, ja, haben Sie auf dem Auto so einen TÜV-Stempel? Dann kriegen Sie als Antwort nur noch Tüt, 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 Tüt. Und dann möchte ich eine Arbeit des Massachusetts Institute of Technology zitieren. Das waren sogar Fachkollegen. Die schreiben von kleinen Leuchtdioden, Thermodynamically Pumped Light Emitting Diodes, LEDs, die kennt jeder. Und jetzt kommt nämlich der Knüller. Operating above Unity Efficiency. Unity Efficiency heißt ein Wirkungsgrad 1, also Einheitswirkungsgrad. Operating oberhalb von 100% Wirkungsgrad. Und wenn Sie dann in der Publikation im Detail nachlesen, dann finden Sie einen Wirkungsgrad von 230% beschrieben. Und das vom MIT. Und jetzt merken Sie sich einfach mal das Datum, März 2012. Hier 2. März 2012. Das Datum bekommt nachher einen soziologischen Aspekt. Und was sagt die Politik dazu? Tippen Sie einfach mal ein in der Suchmaschine Raumenergie Merkel. Und Sie kommen auf diese Seite. Da schreibt ein Bürger namens Marco Wanicek: Sehr geehrte Frau Merkel, seit nunmehr über einem Jahr beschäftige ich mich mit den Theorien um die Raumenergie, welche von Professor Turtur an der Ostfalia Hochschule nachgewiesen wurde. Warum stecken wir Milliarden von Steuergeldern in kommerzielle Projekte der Energiewirtschaft, wenn wir doch die Technologie für eine saubere und kostenlose Energieproduktion bereits besitzen? Die Bundesregierung kauft, ich zitiere nur Herrn Wanicek, die Bundesregierung kauft nachweislich Patente zu diesem Gebiet auf. Menschen mit erfolgreich fertiggestellten Generatoren verschwinden über Nacht.
Was antwortet Frau Merkel? Sehr geehrter Herr Wanitschek, vielen Dank für Ihre Anfrage. Ich zitiere wieder nur, die wir im Auftrag der Bundeskanzlerin beantworten. Seit vielen Jahren bereits wird das Phänomen der Raumenergie diskutiert. Bis heute fehlt ein belastbarer und generell anerkannter Nachweis, dass sich damit nutzbare Energie gewinnen lässt. Solange die Wissenschaft diesen Nachweis nicht erbringen kann, wird die Bundesregierung die Entwicklung von konventionellen Energietechnologien und so weiter mit großem Engagement fortführen. Und das schreibt sie witzigerweise im März, am 22. März 2012, gucken Sie, hier oben, 20 Tage nachdem das Massachusetts Institute of Technology die 230% Wirkungsgrad publiziert hat. Also die Wissenschaft hat doch nicht nachgewiesen, 20 Tage nach der MIT-Publikation. Und dann können Sie die Kommentare lesen. Da unten gab es während der 6 Tage, wo die Abstimmung offen war, Leserkommentare. Danach nicht mehr, damit, dann war es ja gewonnen. Der erste Kommentar, den Sie lesen, schreibt ein Herr Hans-Werner S., den ich nie ausfindig machen konnte. Ja, es ist an der Zeit, dass man mit sowas jetzt an die Öffentlichkeit gehen kann. Meine Familie nutzt freie Energie schon lange, haben es aber nicht publik gemacht und immer auch etwas aus dem öffentlichen Netz bezogen. Da sind mir zu viele umgebracht worden. Klar, also wenn ich der Boss von irgendeinem großen Ölkonzern wäre, dann hätte ich ja auch kein Interesse daran, dass neue autonome Technologien auf den Markt kommen und mir die Show stehlen. Aber die Zahl der Erfindungen wird immer größer. Ein Münchner Erfinder hat beispielsweise Kristallzellen entwickelt, die offenbar unbegrenzt lange Strom liefern können. Das könnt ihr hier sehen. Und auch die kalte Fusion macht große Fortschritte. Mehr dazu erfahrt ihr in dem Video. Und was haltet ihr davon? Hinterlasst mir doch einen Kommentar und gebt mir einen Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und YouTube-Kanal abonnieren nicht vergessen. Den gesamten Beitrag über unterdrückte Technologien findet ihr übrigens ab sofort exklusiv auf ExoMagazin.tv, dem Videoportal für Freigeister. Schaut doch mal vorbei. Tschüss!